Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute zu einem kleinen Gartenrundgang einladen. Möchte aber vorher noch was sagen. Deswegen zeige ich euch hier die Bilder von diesen Taubenküken, dass ihr ein bisschen was zu sehen habt und nicht nur mein dummes Gelaber hört. Also, es wird nach meiner Einführung, nach meiner Rede, wird es diesen Gartenrundgang geben, der wirklich nicht lang dauert. Aber er zeigt so ein bisschen die aktuelle Lage von unserem Garten, der jetzt mittlerweile zum Höllengarten geworden ist oder zum Garten der Trauer oder zum Garten der. Also es ist wirklich ein trauriges Bild. Er ist runtergekommen, er ist verwildert. Aber das seht ihr nachher selbst in den Bildern. Was ich dazu sagen wollte, oder eigentlich könnte ich ja die Bilder durchlaufen lassen, ohne mich da zu irgendwie zu äußern. Ich möchte aber was dazu sagen, warum es so gekommen ist und was dagegen unternommen wird und wie es weiterläuft. Wie es dazu gekommen ist, also ich habe Anfang letzter Saison 2021 gesundheitstechnisch noch ein bisschen mehr abgebaut und bin dann durch diese komischen Virus da so ein bisschen in so eine Lethargie reingekommen und war nur noch zu Hause und also ich hatte nicht, dass irgendwer gesagt, ich habe Depression bekommen oder sowas. Ich habe ganz einfach nur hier zu Hause weiter die Videos gemacht und habe mich nicht um meine Gesundheit gekümmert, sagen wir es mal so. So, und das ist mir dann irgendwann mal zum Verhängnis geworden, dass irgendwann jetzt Anfang diesen Jahres so gut wie nichts mehr ging und ich zu mir gesagt habe, jetzt muss was passieren, bevor irgendwas passiert, was ich nicht will, was andere vielleicht nicht wollen, wenn ihr das versteht, was ich meine. Es spielt aber keine Rolle, es soll kein Mimimi-Video werden. Ich möchte auch kein Mitleid von irgendjemandem haben, weil es ist im Prinzip aufgrund der Vorgeschichte und dem, was ich nicht unternommen habe, eigentlich meine eigene Schuld. Deshalb, c'est la vie, sage ich da nur. So, jetzt sind wir auf dem Weg der Besserung, immer Stück für Stück, Dröpfchen für Dröpfchen und es klappt jetzt immer besser. Ich kann ein bisschen was im Garten machen. Nicht viel, aber immer so stückchenweise. Die hauptsächlichen Monate, die ich was machen werde, werden September, Oktober sein, weil jetzt im Moment macht mir die Sonne und die Wärme so ein bisschen zu schaffen. Und wie gesagt, das ist halt eben, dass die Leute so gefragt haben, was ist mit deinem Garten oder was machst du in deinem Garten, was hast du in deinem Garten, es gibt nichts zu sehen. Deshalb mache ich dieses Video, um dann vielleicht im Anschluss irgendwann im Winter oder im Frühjahr euch zu zeigen, was ist gewesen, was ist passiert, wie ist der aktuelle Stand jetzt. Wird dann alles kommen. Ich mache dann einen Zusammenschnitt oder mache mehrere kleine Filmchen oder so, weiß ich noch nicht, je nachdem, dass es euch nicht langweilt. Ja, nun weiß ich gar nicht mehr, was ich eigentlich gelabert habe. Nur noch so viel dazu, nicht, dass sich manche Leute wundern. Oder ein paar wenige Leute wissen, was mit mir ist und dass ich zum Beispiel auch kein selbst erarbeitetes Einkommen habe, sagen wir es mal so, und auch keine Sprünge machen kann oder irgendwas, wo man sagen kann, hier, ich kann mir jetzt das anschaffen, ich kann mir das anschaffen, ich kann mir das anschaffen. Das ist mächtig knapp, was auch nichts heißen soll. Ich würde bloß sagen, dass jetzt zum Beispiel mit diesem Projekt, dass wir den Garten wieder auf Vordermann bringen, wo wir übrigens auch eine Auflage bekommen haben von unserem Kleingartenverein, wir möchten doch bitte Hecke schneiden und den wieder urbar machen nach dieser 30, nach dieser Drittelregelung da, also Freizeit, Gemüse und hier Vergnügen, nee, Blumen, die ja in der Kleingartenverordnung drin steht. Haben gesagt, ja, wir müssen jetzt unbedingt was tun, sonst hätte ich eigentlich ein bisschen später angefangen, weil es dieses Jahr eh nichts mehr zu holen gibt da im Garten, außer dass vielleicht Spinat noch aussehen und der Wein geerntet werden muss. Diese kleinen Sachen kann ich machen. Ansonsten, wie gesagt, dann September, Oktober, meine Hauptaktivitätszeit. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach ja, mein lieber, lieber, lieber Herr Vater und meine Oma haben sich bereit erklärt, drei Sachen zu sponsern für den Garten, also jetzt nur für den Garten. Und zwar sind Maschinen, die uns gefehlt haben wir zu einem kleinen Preis organisiert. Nicht, dass sich jetzt Leute wundern, wo kommt denn das Zeug her? Der stellt da irgendwas vor und hat aber eigentlich gar kein Geld, erzählt er. Und alles so weiter. Nur noch mal dazu. Dazu wird es dann sicherlich auch noch ein Unboxing oder eine Vorstellung geben oder irgendwas in der Richtung, was wir da uns organisiert haben. Jetzt wird das Filmchen kommen.
Und dann bildet euch eure eigene Meinung. Aktiviert die Glocke, wenn ihr die nachfolgenden Filme noch sehen wollt, die dann entstehen werden. Es gibt noch keine. Es gibt vielleicht 2 oder 3 Aufnahmen, die wir jetzt schon mal gemacht haben, weil wir jetzt schon 3-mal draußen gewesen sind, ein bisschen was gemacht haben. Und ansonsten gibt es jetzt erstmal weiter Videos von aus der Küche, sage ich jetzt mal. Ein Gruß aus der Küche statt aus dem Garten. So wie wir es jetzt auch gemacht haben. Ich sage nur, für Leute, die schwache Nerven haben, die sollten sich vielleicht die nächsten 2 Minuten und irgendwas ist das, glaube ich, nicht angucken. Und der Rest wünsche ich viel Spaß. Und wie gesagt, wenn ihr die Hände vor dem Gesicht habt, könnt ihr ab und zu mal durchblinzeln, um euch ein Bild zu machen. Ich verabschiede mich jetzt schon mal und ich weiß noch nicht, ob ich es wortlos durchlaufen lasse oder was dazu sage. Ihr werdet es im Film selber sehen. Also Freunde, macht's gut, bye bye, bis dahin und wir sehen uns dann im nächsten Film wieder aus der Küche. In der Küche, aus der, whatever. Es gibt was zu essen. Macht's gut.